sag ich. Nein, ich glaube nicht, dass ihr da meine Einheiten, meine Bauern blöd anpöbelt. Finde ich absolut nicht korrekt. Yes. Huha. Das nenne ich mal, ich komm vorbei. Okay, ja, die werden wirklich regelrecht auseinandergefegt. Obwohl, das Schiffchen sollte langsam die Trireme da. Wir haben eine neue Aufgabe für dich. Du kannst nichts mehr Neues bauen. Ah doch, du kannst ein Weltwunder bauen, aber egal. Du reparierst aber jetzt Schiffe. Und wir gucken weiter. Was hat's da denn so? Ja, okay, ich glaube, sein Hafen ist irgendwo da vorne. Yay, prima. Ah, da haben wir einen Hoplit. 17 Angriff, holy crap. Okay, die sind natürlich extremst langsam, merke ich jetzt gerade. Also beziehungsweise deutlich langsamer als die Reiterei. Obwohl, so langsam sind die gar nicht. Ne, die sind okay. Ja, einfach wie normalen. Wow, 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 tötet es, tötet es, tötet es. Das ist ein Transportschiff, oder? Ihr müsst es niederfegen. Danke. Hey, schön, schön reagiert, Leute. Schön reagiert. Puh. Denn so viele Truppen haben wir ja nicht. Aber okay, der Gegner wehrt sich auch. Er baut Schiffe, er kommt mit Transportschiffen rüber. Vermutlich waren Truppen drauf. Hoffe ich jetzt mal so für ihn. Okay, fancy, 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 fancy. Sollen wir? Ja, wir sehen uns das Ding auch noch an. Ja, ich würde sagen, das ist eine eindeutige Seeblockade, die wir jetzt gerade da errichten. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht übel. Na, 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 wohin schwimmst du denn? Wir müssen jetzt unbedingt seine Transportschiffe da wegfegen. Oh, da hat er auch Reiter. Ah, der Typ ist bereit. Der Typ ist sehr gut vorbereitet. Ey, weicht er meinen Pfeilen aus? Du verdammtes Viech. Komm mal her. Komm her. Nein, wir zerstören das Ding da. Genau, perfekt. Okay, ja, wir ziehen uns zurück. Wir ziehen uns zurück. Ey, der produziert ja die verdammten Dinger. Ich glaube, er müsste jetzt einfach da vorne stehen, damit er nicht Truppen draufladen kann. Und er hat auch Hopliten. Ey, das ist ja alter Schwede. Okay, kommt mal zurück. Okay, nicht übel, nicht übel. Der Gegner weiß sich zu wehren. Aber wir haben eine starke Angriffsmacht, also... Eieieiei, das musst du auch noch reparieren, bitte. Okay, 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 ich sollte mich mehr auf mein Zeugs da hinten auch noch konzentrieren. Nicht, dass ich vergiss, Leute auszubilden und so. Okay, sollen wir noch Verbesserungen machen? Ah, natürlich, wir haben Katapultriräme. Bäh. Und ich glaube, wir landen mit Elefanten. Sind die schnell? Denn die sind einfach ungefähr gleich schnell wie die Hopliten. Aber Hopliten sind stärker. Und stärker gepanzert. Wisst ihr was? Wir machen Hopliten. Die sind auch, glaube ich, billiger, oder? Ich glaube, die sind billiger. Wir machen Hopliten. Wir landen mit griechischen Truppen beim Leonidas. Ist das nicht toll? Ja, prima. Prima. Das ist ja ultimativ. Okay. Der hat ja... Der will wirklich landen, ne? Der will landen. Und er weicht aus. Verdammt nochmal, er weicht aus. Okay, warte, lass das mal. 35 Schaden, okay. Und jetzt vorwärts. Ich würde sagen, wir machen seine Gebäude platt.
mit dem Ding. Er hat auch 9 Reichweite, also da... Obwohl, ja, die haben ja auch dieselbe Reichweite. Oh, schießt das nieder. Ja. Und tschüss. Ja, das ist episch. Episch. Ja, kleiner Freund. Du hast Probleme. Das hast du korrekt bis gesehen. Ja, sie können Pfeilen ausweichen irgendwie. Okay, aber das wird jetzt alles niedergeschossen. Regierungsgebäude, also der Gegner ist doch noch schon besser drauf als alles, was wir bis jetzt gesehen haben. Puh, das wird zugespammt, unglaublich. Okay, ich glaube Transportschiffe werden was. Und, oh, natürlich, wir sollten dann auch noch Dings bauen. Ne, da hat sowas. Das möchte ich weghaben. Also, ja genau, also die Elefanten sind ja teurer und schwächer. Da machen wir doch lieber Hopliten. Das ist besser. Das ist mächtig. Das ist Egypt. Na, ich weiß, eigentlich sollten das Spartaner sagen, aber das ist Egypt. Oh, er kann gerne den Typen dann niederhauen. Was? Nein, 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 ihn. Ja, genau. Oh, oi, was sehe ich denn da? Transportschiffchen, weg mit dir. Er sollte... Also wir brauchen Handelsschiffe. Hä? Handelsschiffe wäre nicht schlecht. Und wir sollten aufpassen, dass wir seinen Hafen nicht zerstören. Das wäre nämlich äußerst ungünstig, sagen wir es mal so. Hopliten, 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 mehr Hopliten. Ah ja, natürlich, wir können sie ja schneller machen. Genau, jetzt macht es wieder Sinn. Akademie-Einheit. Schneller. Danke. Was ist das denn? Eine Kaserne. Ja, das ist ein Gebäude, das ich nicht sehen möchte. Ich glaube, wir landen so da auf der Seite und reiten mal rein und machen den Platt, ne? Das wäre doch was. Oh, warte mal. Triffst du das Ding? Jetzt mal, wenn du es einmal triffst, ist es auch schon kaputt. Boom. Oh, er schwimmt weg. Lame. Prima. Also, Bötchen. Wir wollen aber Nahrung. Gell? Nicht vergessen. Wir wollen die Nahrung tauschen und nicht Holz. Denn von der Nahrung haben wir mehr. Eigentlich. Ah, natürlich habe ich es vergessen. Of course. Und ich glaube, ich habe da eine interessante Idee. Lande mal. Ich habe da eine ganz interessante Idee. Guck mal, wie es da so aussieht. Können wir rüberlaufen? Nein, können wir nicht. Also, wir müssen hier landen, ne? Na, jetzt war ich da raus, ne? Natürlich. Ja, kaputt. Nicht kaputt. Ja. Ja gut, aber ich glaube, er versucht nicht mehr zu landen. Ja, die Idee ist... Ah, wir können nur 5 Leute da drauf laden. Okay. Die Idee ist, dass wir was ganz Tolles machen. Und zwar, wir könnten ja eigentlich mit unserem Bauen hier landen und hier eine Akademie bauen. Das wäre doch was, ne? Jetzt bist du aber... Verdammt! Okay, jetzt bist du kaputt. Sie weichen aus. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, ich glaube, ich nehme wirklich einfach mal die ganze Mission auf und dann splitte ich das notfalls in mehrere Folgen. Ne? Das kennen wir ja schon. Haben wir schon mal so gemacht. Okay, bitte hier ausladen. Oh, perfekt. Perfekt gelandeter Treffer. Ja.
Okay, du baust eine Akademie, bitte. Und zwar so schnell wie möglich hier. Ja, wow. Das ist doch eine coole Idee, oder? Und ihr könnt eigentlich unsere... Oh. Ja, ihr könnt wirklich da von der Seite aus da ein wenig ihn anpöbeln. Wir laufen schon mal nach vorne, machen ein wenig Sachen kaputt. Das ist doch Musik. Ich hoffe mal, er hat... Vielleicht sollten wir noch Bogenschützen ausbilden. So für alle Fälle. Denn die wären fähig, unsere Hopliten bösartig platt zu machen. Das sieht doch prima aus. Okay, ja, und unser Gegner ist jetzt gerade irgendwie sehr inaktiv. Sehr inaktiv, muss ich sagen. Also, irgendwie, der baut nichts. Der hat kein Holz mehr für Bauernhöfe. Kein Holz, keine Bauernhöfe. Und Gold hat er natürlich auch nicht. Dann kann er nichts mehr Neues bauen. Ja, das ist wirklich blöd. Okay. Leute, kehrt mal zurück. Ich will nicht, dass er aus Versehen den Hafen da zerstört, ne? Du hast eigentlich auch schon genügend angerichtet. Das Transportschiffchen kann mal da runter. Ja, er könnte alle mitmachen. Ja, okay, was soll's. Ah, die werden noch ausgebildet. Ey, verdammt. Hör auf damit. Hör auf. Ey, verdammt. Hör auf. Okay, wir kommen vorbei, keine Angst. Wir können eigentlich noch was anderes hier bauen. Tempel, Waffenschmiede. Ja, Waffenschmiede, wieso nicht? Ein paar Katapult oder so. Wäre nicht schlecht. Oh, du stehst da im Bereich vom... Oh, das ist jetzt unser. Aha, das gehört schon uns. Ah, es ist wieder rot. Ja, ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Wir haben es geschafft. Ich weiß nicht ganz so effektiv. Ich habe nicht wirklich alle Verbesserungen ausgemacht und so weiter und so fort. Oder erforscht, sagen wir es mal so. Nein, wir zerstören es doch nicht. Okay, aber das Ding kommt wieder zurück zu uns. Da hat es ein Transportschiff. Können wir es eigentlich schon beenden. Wir müssen ja nicht sein ganzes Dorf zerstören. Wir haben den schon genügend bestraft, der ist recht kaputt. Und eigentlich ist er wirtschaftlich sowieso am Ende. So wie es aussieht zumindest. Schade eigentlich, er hat recht gut angefangen. Er hat wirklich sehr stark angefangen, der Gegner. Da dachte ich endlich mal etwas relativ Starkes, oder ja, nicht wirklich stark, aber besser als was wir bis jetzt alles erlebt haben. Aber leider, leider fehlten unserem Feind hier die Ressourcen, um wirklich lange durchzuhalten. Ja, da stehen alle seine Bauarbeiter, ne, und da hat es kein Holz mehr, das ist blöd. Seine Truppen habe ich mit den Transportschiffen auch kaputt gemacht, deswegen hat er jetzt gerade keine. Vielleicht hat er auch nie welche, ich weiß es nicht. Aber wir haben ja da ein paar Transportschiffe gekillt, die bei uns... Ah, fertig. Die bei uns landen wollten und ich nehme jetzt mal an, da waren Truppen drin. Geschichtlicher Ausgang. Seeräuber und Eindringlinge wurden in der Geschichte Ägyptens meist vernichtend geschlagen. Ja gut, die Kleinen. Je nachdem, ich meine, die Großen, so zum Beispiel Rom, die galten ja nicht mehr als Seeräuber, sondern das war einfach eine fette Armee, die vorbeigekommen ist und die wurden ja nicht geschlagen. Oder auch irgendetwas. Vernichtend waren sie, ja, aber nicht geschlagen. Aber sie waren eher vernichtend für Ägypten. Der bekannteste Versuch einer Invasion fand um 1170 vor Christus statt. Eine aus Libyen und anderen Invasoren zusammengesetzte Flotte, die die Ägypter Seevölker nannten,
wurde in einer riesigen Seeschlacht an der Mündung des Nils geschlagen. Also waren wir doch eine Seemacht. Wir haben eine riesige Flotte von mehreren Völkern zerstört, aber ja, hey, egal. Zur Verteidigung hatte Ramses III. Jeden Mann in kampffähigem Alter mobilisiert. Die Schlacht ist an den Wänden des von ihm in Medinet Habu errichteten Tempels detailgetreu abgebildet. Okay. Also da hat er wirklich alles mobilisiert. Nicht schlecht. Die ägyptischen Aufzeichnungen derzeitiger See- und Landschlachten sind die besten unter den wenigen erhaltenen Zeugnissen, die Aufschluss über die Zerstörung mediterraner Kulturen um 1200 vor Christus geben. Also ich nehme es mal an, nachher haben die Ägypter sich gerecht und Libyer und andere Seevölker ganz vernichtet. Kann gut sein, kann ich mir gut vorstellen. Ja, also ja, wir haben Leonidas eigentlich gut überleben lassen, denn wir sind ja nicht so blutrünstig. Und wir haben ihn, wie gesagt, bestraft dafür, dass er uns was geklaut hat, haben es zurückgeholt, aber sein Dörfchen steht ja noch eigentlich. Ja, ja, vermutlich haben ein paar Soldaten ein paar ihre Frauen gerapt, aber da kann ich nichts dafür. Das waren die Soldaten, ich kann nichts dafür, Leute. So, ja, das war's mit dieser Mission. 40 Minuten, relativ, ja, ja, okay, passt eigentlich für eine Mission. Und das werden ziemlich sicher zwei Folgen, aber das seht ihr dann. Falls ihr sehen wollt, wie es weitergeht und ob es überhaupt weitergeht, ich weiß gar nicht, ob es noch eine Mission gibt oder ob wir schon zu den Griechen überschreiten. Naja, da müsst ihr bei der nächsten Folge wieder einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.